Okay, los! Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Weiter geht's mit Episode 4 bis 6 in der Zusammenfassung. Und in dieser Galaxis herrschte ein Bürgerkrieg. Hoffnungsvolle Rebellen kämpften gegen das böse, tyrannische Imperium. So, switchen wir in die Gegenwartsform. Klingt einfach ein bisschen dynamischer. Irgendjemand muss doch was für unsere Rettung tun. Erst kürzlich haben die Rebellen endlich nach langen, harten Kämpfen einen Sieg errungen. Sie haben Geheimpläne für eine gigantische Waffe des Imperiums stehlen können, Pläne für den Todesstern. The Death Star plans are not in the main computer. Where are those transmissions you intercepted? What have you done? Eine Raumstation, die wie ein Mond aussieht und daher eigentlich auch Todesmond heißen sollte und genug Feuerkraft hat, um einen ganzen Planeten zu zerstören. Die schlagkräftige Prinzessin Leia hütet derzeit die Pläne, wird aber von Kriegern des Imperiums verfolgt. Also versteckt sie die Pläne sowie eine Botschaft an Obi-Wan Kenobi, einen Freund ihres Ziehvaters, im Droiden R2-D2. Er und der neurotische Protokolldroide C-3PO werden in einer Rettungskapsel hin fortgeschleudert und landen auf dem spektakulären, von Farmern besiedelten Wüstenplaneten Tatooine. Doch sie werden von Jawas erbeutet, nagetierähnlichen, großen, fast humanoiden Wesen mit leuchtenden Augen und bestialischem Gestank. Was für ein Glück für R2-D2 und C-3PO, dass sie keinen Geruchssinn haben. Und was für ein Glück für uns als Zuschauerinnen und Zuschauer, dass die Jawas das Duo an Luke Skywalkers Onkel verkaufen, denn so kommt es dazu, dass der von Abenteuern träumende Luke beim Rumschrauben an R2-D2 What's this? Zufällig an die Nachricht gelangt, die Leia an Obi-Wan gerichtet hat. Luke denkt sich, She's beautiful. Das Mädchen sieht aber süß aus und begibt sich zu seinem Bekannten, den alten Ben Kenobi. Hello there. Doch, welch ein Schock. Ben Kenobi, grantiger alter Mann, ist in Wahrheit der mysteriöse Obi-Wan Kenobi. Ben Kenobi? Einer der letzten Jedi, einem Gefolge an mystischen, besonderen Fähigkeiten aufweisenden Friedenswächtern. Obi-Wan Kenobi. Und wie Obi-Wan Luke erklärt, ist dieser der Sohn eines Jedi. Mehr noch, der Sohn eines Jedi, der von der wandelnden Geheimwaffe des Imperiums getötet wurde, von Darth Vader. I was once a Jedi Knight, the same as your father. Obi-Wan schenkt Luke nicht nur, naja, nicht ganz so rein Wein ein, sondern auch ein Lichtschwert. Das Lichtschwert, Father's lightsaber, mit dem einst sein Vater kämpfte. Während dieser Unterhaltung tötet das Imperium, das sich auf der Suche nach den Droiden befindet, Lukes Familie. Erschüttert und heimatlos begibt sich Luke mit Obi-Wan und dem Droiden zum Raumhafen Mos Eisley, wo Obi-Wan in einer von schrägen und dubiosen Gestalten bevölkerten Kantina nach einem Piloten sucht. Han Solo. Captain des rasenden Falken. Achtung! Wer diesen Schuppen betritt, verlässt ihn mit einem Ohrwurm. Obi-Wan verhandelt mit dem rauen Schmuggler Han Solo, der das ganze Gerede von Jedi und der Macht für Humbug hält, der einem Mannshund Chewbacca genannten Zottelteppich von einem Hundsbären als Kumpel hat und der sich in der Kantine eine Schießerei mit einem grünen Alien leistet. Wer hat zuerst geschossen? Yes, I bet you have. Reden wir nicht drüber. Derweil auf dem Todesstern, Darth Vader zeigte sich nicht einschüchtern lassen in Prinzessin Leia die Macht des Imperiums und zerstört mit dem Todesstern ihren Heimatplaneten Alderaan. Der Millennium Falke, das etwas schrottig aussehende, aber gerade daher so ungemein coole Raumschiff von Han Solo, landet im Fangstrahl des Todessterns. Für uns ein glücklicher Zufall, denn so kommt es zur ersten Begegnung zwischen unseren Helden und den Schurken. Und zum Kennenlernen zwischen Luke und Leia, die, ja, einerseits wird sie von Luke gerettet, andererseits teilt sie ordentlich aus und tritt den Sturmtruppen des Imperiums heftig in den Po. Also, ja, hier haben wir mal keine Jungfrau in Nöten, was ziemlich cool ist. Obi-Wan und Darth Vader begegnen sich und man spürt die Anspannung im Raum. Die beiden hatten eine komplizierte Historie miteinander. I've been waiting for you, Obi-Wan. Und führen das langsamste Lichtschwertduell der Welt, bei dem Obi-Wan freiwillig verliert, um eins mit der Macht zu werden. Darth Vader wiegt sich in Sicherheit, unsere Helden entkommen auf dem Falken und reisen zur Rebellenbasis, um die Pläne des Todessterns auszuwerten. Die Megawaffe des Imperiums hat eine gigantische Sicherheitslücke, ein gezielter Angriff auf eine bestimmte Stelle und das ganze Teil kollabiert. Fast möchte man glauben, dass der Architekt des zu Unrecht nicht Todesmond getauften Teils das mit Absicht gemacht hat. Man sollte einen Film darüber drehen. Bist du dabei?
Wie auch immer, die Rebellen attackieren den Todesstern. Zyniker Han Solo rettet mit einem gezielten Schuss auf einen von Lukes Verfolgern, den Farmersjungen, und beweist so, dass er einen sentimentalen Kern hat. Und Luke visiert auf Anraten von Obi-Wans Geisterstimme die Schwachstelle des Todessterns. Gib dich der Macht hin! Nicht mit seiner Zielvorrichtung an, sondern mit der Macht. Der Todesstern explodiert, Darth Vader entkommt und die Rebellen feiern ein Fest zu Ehren ihrer Helden. Leia überreicht Luke und Han eine Medaille, Chewbacca geht leer aus und Jahre später wird ein von Lucasfilm angeheuerter Fan einen Comic schreiben, der erläutert, dass Chewbaccas Rasse, die Wookies, nichts von Auszeichnungen hält und daher zunächst keine Medaille bekommen hat. Springen wir mal ein paar Jahre nach vorne. Die Rebellen befinden sich im Krieg mit dem Imperium. Han, Chewbacca, R2-D2, C-3PO, Luke und Leia sind auf dem Eisplaneten Hoth, wo sich eine Rebellenbasis befindet und sind zu wichtigen Zahnrädern innerhalb der Rebellenmaschinerie geworden. Ich liebe dich. Ich weiß. Doch das Imperium macht die Basis ausfindig und greift sie mit AT-ATs an, riesigen Maschinen, die wie Tiere aussehen. Cool, aber uncool für unsere Helden. In einer aufwendigen Schlacht können ein paar AT-ATs zerstört werden, trotzdem wählt das Imperium die Oberhand. Han, Leia, Chewbacca und C-3PO fliegen im Falken ins All. Luke begibt sich mit R2-D2 auf den Sumpfplaneten Dagobah, weil Obi-Wan ihm rät, dort sein Jedi-Training zu vollenden. Auf Dagobah trifft Luke auf den alten, kauzigen, grünen Giftzwerg Yoda, der zunächst nicht so wirkt, als wäre er der sagenumworbene Jedi-Großmeister, der er sein soll. Und er hat wohl auch nicht wirklich Bock drauf, auf Luke zu trainieren, aber er lässt sich umstellen. Darth Vader heuert in der Zwischenzeit den Auftragskiller Boba Fett an, um die geflohenen Rebellen zu schnappen. Die haben sich in der Wolkenstadt verschanzt, wo Han Solo einen guten Freund hat, Zockerkönig Lando. In Sicherheit sind unsere Freunde aber nicht lange. Vader und Fett ergreifen Han und Co. Luke erahnt dies und reist zur Wolkenstadt, kommt aber zu spät. Han wird in Carbonit eingefroren und an den Fiesling Jabba ausgeliefert, der ein Hühnchen mit Han zu rupfen hat. Lando, der von Leia verdächtig wird, sie alle verraten zu haben, beichtet, dass er gerade ein riskantes Spiel spielt. Er opferte Han, um die anderen Rebellen in Sicherheit bringen zu können. Luke wird in ein brutales Duell mit Darth Vader verwickelt, während Leia, Chewbacca und C-3PO zusammen mit Lando im Falken fliehen. Luke konfrontiert Darth Vader mit seinem Wissen über ihn. Er, dieses Mensch-Maschinen-Monstrum, hat einst seinen Vater getötet, doch Darth Vader erwidert, dass dies nicht wahr ist, denn Obi-Wan hat dir nie erzählt, was wirklich mit deinem Vater passiert ist. Er hat mir genug erzählt. Er hat mir gesagt, dass Sie ihn umgebracht haben. Nein, ich bin dein Vater. Nein, das ist nicht wahr. Was für ein Schocker und was für ein Glück, dass ich mir hier nicht vorher drei Filme angeschaut habe, die genau diesen Megaplot-Twist vorab erklären. Das ist nicht wahr, niemals! Erforsche deine Gefühle, du weißt, dass es wahr ist. Nein! Was kommt als nächstes? Erfahre ich etwa, dass Luke und Leia Geschwister sind, obwohl sie sich wenige Filmminuten zuvor geküsst haben? In Klammern, wir wissen natürlich, dass Episode 1 bis 3 erst danach in die Kinos kam. Jedenfalls, Darth Vader schlägt Lukes Hand ab, Luke ruft mit seinen telepathischen Kräften nach Leia, die ihn rettet, sie fliehen, Luke erhält eine künstliche Hand und Chewbacca sowie Lando nehmen sich vor, Han zu suchen und zu retten. Etwas später, das Imperium baut einen neuen Todesstern. Während Luke und seine Rebellenfreunde auf Tatooine zurückkehren, wo sich Han im Palast des gefürchteten Verbrechers Jabba befindet. Leia gelingt es, Han aus seinem Carbonit-Status zu befreien, doch dann werden die beiden gefangen genommen und Leia muss sich als Sklavin im sexy Outfit demütigen lassen. Luke will die Lage retten, stolpert aber in eine Falle. Und wie stehen unsere Aktien? Unverändert, wie immer. So schlecht also! Jabba will Luke, Leia, Han und Chewie, der ebenfalls in Jabbas Klauen geriet, einem Sandmonster opfern und Auftragskiller Boba Fett stürzt in dessen Grube. Luke kann Jabbas Wachen überwältigen, Leia nutzt ihre Sklavenketten, um Jabba zu töten. Die Rebellentruppe ist wieder frei und vereint, flieht aber bald wieder getrennt, da Luke nach Dagobah zurückkehrt. Schließlich hat er damals sein Training in den letzten Zügen abgebrochen, um Han und Co. zu retten. Das Training ist aber von kurzer Dauer. Yoda bestätigt Luke, dass Darth Vader sein Vater ist und warnt ihn davor, der dunklen Seite zu verfallen. Und dann stirbt Yoda. Vader.
Stellen musst du dich bald wieder. Die Rebellen haben indes die Pläne für den zweiten Todesstern erlangt und planen einen Angriff. Der neue Todesstern hat aber einen besonderen Schildgenerator, der ausgeschaltet werden muss. Dazu fliegen Han, Luke, Leia und Chewbacca sowie die Droiden auf den Waldmond Endor. Dort leben barbarische, teddybärartige Ewoks, die C-3PO für einen Gott halten und großen Appetit haben. Leia kann sich aber mit den Ewoks anfreunden, sodass sie beschließen, keinen unserer Helden zu essen. Luke stellt sich Vader, während der Rest der Truppe inklusive der Ewoks gegen imperiale Truppen kämpft. Eine Rebellenflotte erreicht den zweiten Todesstern, scheint aber in eine Falle zu tappen. Auf Landos Anraten wird der Angriff dennoch fortgesetzt, es werden kleine Siege errungen und große Opfer gebracht. Derweil Luke und Vader kämpfen, Luke trennt Vaders mechanische Hand ab, die Bibel im Star Wars Universum sagt wohl Hand um Hand statt Auge um Auge. Go! Move! Die Rebellen können den Schildgenerator deaktivieren, als Palpatine versucht, Luke auf die dunkle Seite zu ziehen, so wie er einst Vader auf seine Seite holte. I can feel your anger. Was bei Papa geklappt hat, muss ja auch beim Sohn funktionieren. Luke zieht sich allerdings und wird von Imperator Palpatine mit Blitzen gegrillt. Ganz wie du willst. Father, Vader rafft sich auf und tötet Palpatine, um seinen Sohn zu retten. Mit seinen letzten Atemzügen kehrt Vader der dunklen Seite den Rücken zu und kehrt zur hellen Seite zurück. Go, my son. Die Rebellen zerstören den Todesstern, Han und Leia schwören sich ihre Liebe und übrigens, Luke und Leia sind Zwillinge. Denkt nicht zu lange drüber nach, die Ewoks laden nämlich noch zu einer Party ein. Juhu! Luke sieht die Geister von Obi-Wan, Yoda und Herrn Papa, die zufrieden aussehen. Das Böse in der Galaxie ist garantiert endlich zerstört. Frieden für immer. Juhay! Wer uns die kleinen Augenzwinker verzeiht und das Video gelungen findet, der gibt uns doch bitte einen Daumen nach oben, das hilft uns sehr. Ansonsten könnt ihr euch natürlich auch nochmal Episode 1 bis 3 in der Zusammenfassung anschauen oder ein ziemlich cooles Fakten-Special bewundern. In diesem Sinne sehen wir uns in den anderen beiden Videos oder bald wieder hier in der Film-Lounge. Macht es gut und adieu.